Was machen wir? Das Intro, wer wird Millionär? Müssen wir jetzt auf den Stream schauen, oder was? Nee, ich sehe das Intro, keine Sorge, und jetzt sind wir wieder live. So, alles klar. Ich sehe gar nichts. Ja, du brauchst auch nichts zu sehen, oder? Egal. Ab sofort brauchst du gar nichts zu sehen, außer du wirst gleich die Fragen sehen, dann ja. So, ich habe jetzt einen Eingeloggt-Button endlich mal hier. Da werde ich immer die Fragen, die du eingeloggt hast, dann einmal markieren. Mann, nice, nach 16 Stunden kommt das Intro auch bei mir, das ist aber ja cool. So. Vielleicht sollte ich meinen Stream neu laden, wenn ich hier so eine kranke Verzögerung habe. Aber ist so bei wichtig. Mir kam aber jetzt auch erst das Intro, wir sind gleich in der Projekt. Das ist auch geil. So. Jetzt muss ich die Fragen kriegen. Werfen wir in der Logo natürlich bei euch ein. Habe ich alles vorbereitet, muss ich noch schieben. Achso, die Fragenwand. Punktetafel da. Das heißt, danke, Jack, dass du an mich glaubst. So, Discord muss ich nach links schieben. Boah, sind das viele Tabs hier. Zu viel. Ah, da. Sind hier zumindest schon mal die Geldliste. Ja, genau. So, und jetzt kommt die erste Frage. Achso, die Weltmillionär. Hintergrundmusik. Die andere auch Musik. Ja, jetzt sollte die gleich kommen. Und jetzt kann die erste Frage kommen. Meine erste Frage erstmal an den Gast. Bist du nervös? Nee. Ja, okay. So, die erste Frage wird eingeblendet sein. Ich habe das Gefühl, die wirst du wissen. Ich lese es schon mal vor. Wie heißt der Star der Serie? Wie heißt der Star der Serie Captain Tsubasa? A. Tsubasa. B. Tsubas B. C. Tsubas C. D. Tsubas D. Oh, wird das doch schwer. Vielleicht sollte ich 50-50 machen, aber ich nehme mal A. So, ich logge A ein, das sieht man an den grünen Einlochbalken. Ist die Antwort richtig? Erstmal gucke ich auf den Chat. Querstelle schlimm, Brett, du hast 3 Joker, 3 Fragen sind fix. Nicht, wenn Telefonjoker verkackt. Brett, ich glaube an dich, plus 1. Warum nicht einfach einen WWMCT-Tab erstellen, wo du mit einem Klick alles hast? Klingt einfach, wenn du sagst, aber so ist es einfacher. A ist eingeloggt. Ist A richtig? Ich schließe aus. Ich war auf mit dem Mist. A ist natürlich richtig. Tsubasa. Ja, ich. So. Jetzt Tatsache. Kommt die verdammte Runde voran. Ich sehe schon kommen. Achso, ja, ich muss das Bild erstmal laden, wo ich die 50 durchstreiche. Moment kurz. Was würdest du mit echten 50 Euro machen? Jetzt? Wie jetzt? So allgemein. Wenn du 50 Euro in die Hand kriegst. Wirklich nichts Besonderes. Einkaufen, keine Ahnung. Okay. Nicht sparen? Vielleicht. Okay. So, 50 Euro hast du. Aber noch nicht sicher. Du musst erstmal die Hürde schaffen, 500. Dann hast du erst sicheres Geld. Das sind, glaube ich, die Regeln. So, ich lade die nächste Frage einfach mal hoch. Die 100-Euro-Frage lautet wie folgt. Welche Nationalität hat Tsubasa Ozora? A. Japan, B. China, C. Deutsch oder D. Polacke? A. A. Japan, da warst du ja schnell, aber ich muss erstmal Discord wieder hinkriegen, weil wir wieder gefreezt sind. Immer wenn ich was Neues aufmache, wie Paint gerade, hängt das Discord-Bild. Verständlich, Paint ist ein sehr schwerwiegendes Programm. Ja, wenn man einen scheiß Laptop hat, ja. Ja, so das geht, ja. Da sind wir wieder.
Brett, der CT-Experte. Ja, da wunderst du dich, Kali, ne? Also, Japan hab ich noch gar nicht gesagt, was richtig ist. Ich logge erstmal Japan ein. Und ist was richtig? Ich schließe aus. Tsubasa klaut zu wenig Autos. Tsubasa hat keine Fledermaus gegessen. Und Tsubasa trägt kein Hakenkreuz. Natürlich ist es Japan. So, perfekt. Wow, hätte das gedacht. 100 Euro hast du schon mal sicher? Denn okay, nicht sicher, aber nee, die... Nee, habe ich nicht sicher. Ja, stimmt, aber 100 Euro hättest du praktisch sicher. Vielleicht, eventuell. Das ist auf jeden Fall mehr als viele Fans, die das zugetraut hätten, glaube ich. Machen wir einfach mal die 200-Euro-Frage. Was geht denn? Moment. So, die 200-Euro-Frage. Die wird es in sich haben. Die sehe ich zwar noch nicht, aber da ist sie. Die Serie Die tollen Fußballstars wurde wo ausgestrahlt? A. Nur im Kino. B. RTL 2. C. 9 Live. Oder D. Welche Serie? B. Bist dir sicher? Du hast ziemlich überlegt lange. Ja, ich war kurz verwirrt wegen Kabel... Kabel. Wie hieß es, Kabel 9 oder so? Kabel 1. Kabel 1, ja. Und 9 Live, meinst du 9 Live? Auch. Nee. Ja, in TM3 lief das auch mal, aber TM3 stand nicht zur Auswahl. Das wäre sonst zu schwer gewesen. Ja, und Tele 5 oder weiß der Teufel wo. Ja, stimmt, Tele 5 auch. Genau, TM3 und Tele 5. DSF nach Mitternacht? Nein, oder? Da meinst du, das ist wohl ein Witz von dir mit sexy nicht. Sportclips oder so. Aber das wäre eine gute DSF-Serie gewesen. Also bei DSF nach Mitternacht liefen ein paar der Bilder, die du gezeigt hast in dem Tinder-Scheiß vorhin. Okay. Aber nicht die Hauptserie an sich. So, 200 Euro, die Hürde hast du schon mal. So, machen wir einfach mal die nächste Frage. Ich gebe dir einen kleinen Spoiler. Es wird schwerer. So, jetzt kommt die 300-Euro-Frage. Die lautet wie folgt. Genzo wechselte just von Hamburg aus wohin? A. Dortmund, B. Barcelona, C. Real Madrid oder D. Bayern? D. Bayern. Obwohl du so weit in der Serie nicht gekommen bist, weißt du das? Ja. Und woher? Hab Rod bestimmt auch geschaut. Da wurde er nur von Schneider... angeworben, aber der hat noch nicht ja gesagt. Soll ich einfach mal einloggen, D-Bayern? Ja, bitte. Dann tue ich das mal. Bayern ist eingeloggt und die richtige Antwort ist, ich drehe einmal hier den Dings. Bayern ist richtig. Perfekt. Geil. Boah, jetzt geht das schnell. 300 Euro hast du auch. Habe ich dich falsch eingeschätzt? Ich dachte, die drei Joker wären jetzt weg. So, nee. Nein, so schlimm dachte ich natürlich nicht. So, was sagt der Chat? Warum muss man Pretz zum Antworten so zwingen? Red mehr. Über was denn? Das sind doch jetzt leichte Fragen. Ich kann doch nicht sagen. Bist du sicher? Barcelona hat doch auch keinen guten Keeper? Oder Dortmund? Ja, die Fragen sind zu blöd. Gleich wird es, glaube ich, mehr zum Nachdenken sein. So, 300 ist durchgeschrieben. Jetzt die erste Hürde, 500. Wenn du die hast, da hast du 500... Ich verstehe nicht, was Kylie mit zwingen meint. Ich meine, ich antworte doch sofort. Ja, das macht Günther Jauch ja auch in den ersten Fragen. Das ist doch eigentlich normal. Ich kann doch nicht hier bei diesen komischen Fragen herumeiern. Macht keinen Sinn. Ja, kannst du schon. Krono hat es ja auch gemacht, aber es war halt komplett nervig. Das ist ja okay. Das ist eine Frage, die dir bestimmt gefallen wird. 500 Euro. Wer ist keine Brillenschlange? A. Manabu. B. Katagiri, C. Mikami oder D. Kira? Ah, da musst du stocken. Kennst du alle? Ja, Kira. Kira, bist du sicher? Ja. Weißt du nicht, wie der in Rising Sun aussah? Nein, natürlich nicht. Wenn ich dir sage, der hat eine Brille in Rising Sun gehabt. Ja, dann habe ich wohl Pech gehabt, aber die anderen haben auch alleine gehabt. Damit wäre die Frage dann... Sehr gut, du lässt dich nicht beirren. Deswegen löse ich auf. Erstmal logge ich ein. Dekira. Ja, tut mir leid, also Katagiri hatte ja eigentlich eine Sonnenbrille, ne? Aber eine Brille ist eine Brille. Kira ist richtig. 500 Euro. Wäre schon lustig, wenn es jetzt echt wegen der Sonnenbrille gewesen wäre.
Eigentlich habe ich die Frage anders gestellt gehabt, und zwar ohne Kira. Ich hatte dann Rudi Schneider gehabt. Dann ist mir eingefallen, Rudi Schneider hatte auch mal eine Sonnenbrille kurz getragen, und das wäre dann ein bisschen irreführend, wenn du das gewusst hättest. Ja, okay, das hätte ich jetzt aber nicht gewusst, okay, dass Rudi Schneider mal eine Brille hat. Aber Kira hat eindeutig nie eine Brille getragen. So, 500 CT Game Euro. Sag mal, lass mal was. Ja, wäre ja nicht die erste falsche Frage. Ja, oder die zweite nur. Wegen Flieges Kommentar. Die zweite falsche Frage. Ja, der dir unterstellt, dass du vielleicht nicht immer ganz so gründlich recherchierst, wie man sollte als professioneller Fragensteller. Hm. Ist wie die Sounddatei gar nicht. Aber jetzt, hier kommt der Applaus. Ja, ist halt selbst die richtige Sendung, Wer wird Millionär, hat manchmal ein paar falsche Antworten, die angeblich richtig sind. Also dafür ist meine Quote sehr gut. So, 500 CT-Game Euro hast du sicher. Wenn du jetzt im CT-Game neu starten würdest. Eine falsche Frage habe ich mal gehabt. Okay. Ja, das ist echt. Immer war sie die 1-Million-Frage in der ersten Sendung, aber egal. Oh, ausgerechnet. Aber MVP hat trotzdem die Million geholt. Was würdest du mit 500 echten Euro machen? Wenn ich im CT-Game neu starte? Das war meine Eingangsfrage, aber okay, erstmal CT-Game. Was würdest du im CT-Game kaufen für 500 Euro? Oh, was kann man kaufen? Also, nix. Also ich kenne die. Du kannst gar nichts kaufen. Ja, cool. Danke für die Frage. Ist die andere Frage mit echten 500 Euro? Buans! Buans! Ruft ihr Bu oder Buans? Was da auch nicht für 500 Euro? Neuen Kühlschrank, habe ich gesagt. Achso, ja, weil gerade eine Sounddatei gespielt wurde. Ich dachte, du hast nichts gesagt. Ah. Kühlschrank, ja. Ich glaube, ich hätte auch einen Kühlschrank nötig, einen neuen. Mit einer Spanien-Frage. Das war doch Finalfrage, oder? Egal. Machen wir einfach mal die nächste. Das ist die 1000-Euro-Frage. Ich kann dir schon mal sagen, die Fragen werden schwerer. So, 1000 Euro. Ich lese vor. Zu welchem Land gehört der CT5 Super Nintendo Star Signori? A. Italien, B. Brasilien, C. Spanien oder D. Argentinien? Ich verstehe jetzt nicht, warum du den ersten Satz gesagt hast, wenn es halt nicht stimmt, aber okay, ja, Brasilien. Warum ich den ersten Satz gesagt habe? Achso, wegen der 500 CD Game Euro? Oder? Nee, warum das schwerer wird? Okay, da hättest du wahrscheinlich, du müsstest wissen, wer Signori in echt ist. Es gibt einen richtigen Spieler Signori, der ja Italiener ist. Vielleicht hätte dich das verwirrt, aber da hättest du einen richtigen Spieler. Okay, du hast es auch tatsächlich so geschrieben, wie, glaube ich, der Italiener geschrieben wird. Ja, und der mittlerweile wird er aber so offiziell auch geschrieben. Auch in den, nicht in-game natürlich, weil das kann man nicht mehr neu übersetzen, aber Signori wird so. Wo gibt es den offiziell überhaupt? In Wikipedia, in CT-Wiki. Und da wird er so geschrieben. Man hat die Schriftzeichen neu übersetzt, sozusagen, und richtig übersetzt. Und das ist Netty gemacht, oder was? Nein, das ist der englischsprachige Wiki-Dings gewesen. Okay, interessant. So wird er geschrieben. Das musst du jetzt akzeptieren. Ich meine, er spielt ja auch in Italien, von daher macht es vielleicht schon irgendwie Sinn, aber es ist. Okay, der spielt ja für die Nationalmannschaft von Brasilien, ne, glaube ich. Also wird das ja so, glaube ich, sein. Und Brasilien ist natürlich eingeloggt und richtig. Das heißt, 1000 Euro hast du durch. Vielleicht sind die doch zu einfach, die Fragen. Aber ich glaube, es wird noch schwieriger. Offiziell wurde es gerade schwieriger. Jo. War doch auch schwierig. Für andere ist er sicher schwierig. Wer hätte gedacht, dass du CT5 kennst? Also, hatte wirklich keine Ahnung. Die 2000 Euro Frage. Die lautet wie folgt. Das könntest du auch wissen, wenn du CT5 gespielt hast. Zur Abwechslung mal eine CT5-Frage. Bei welchem italienischen Verein spielt Tsubasa zu Beginn? A. Milan, B. Genua, C. Chievo oder D. Lecce? Okay, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Es ist nicht Milan und es ist nicht Chievo, auf jeden Fall.
hast du CT5 mal gespielt? Bob, hör auf mit dem Scheiß. Er fragt Günther ja auch immer. Ich muss so doofe Fragen stellen. Ja, deine Mutter, Glan. Was soll der Scheiß? Ich meine irgendwie, es wäre Ledge, aber es könnte Genua genauso sein. Aber Fliege hat halt auch mal diesen Fehler gemacht letzte Woche, dass er, nein, nicht Fliege, Chrono, dass er nicht seinem ersten Instinkt gefolgt ist, sondern hat er ewig die Joker verballert. Aber, ja, der Nachteil ist... Hör auf deinen ersten Instinkt immer, nicht wie Chrono. War das dein Gewissen? Ich hab dein Gewissen gehört. Ich glaube, ich hab dein Gewissen gehört. Jetzt war, glaube ich, gerade echt mein Gewissen, was zu mir gesprochen hat. Komisch. Aber nee, was ich wirklich fragen wollte, hat Poet nicht den Spielstand gehabt, der für uns alles freigespielt hat? Ja, das für die CT5-Liga, ja, ne? Das war sein Spielstand, glaube ich. Oder? Nochmal oder war das Props an Poet dafür, weil das hätte ich niemals hinbekommen oder die Lust gehabt. Ja, das war schon mein Spielstand, aber... Deshalb möchte ich gerne noch ein paar Mal gefragt werden, ob ich es wirklich gespielt habe. Hast du es? Nee. Das, ja, das deckt sich mit deiner Unsicherheit in der Frage. Ich logge jetzt einfach Letsche ein, aber Pflege, ja, erste Verwarnung. Normalerweise darf kein Zuschauer sich melden. Letsche ist eingeloggt. Das war nur, weil ich jetzt nicht bis 24 Uhr wieder warten wollte, weil es zu ewig braucht. Deswegen sage ich nur, hör auf dein erstes Gefühl. So lange hat es gar nicht gedauert. Ja. Tsubasa hat ja zusammen mit Kalnevare, kennst du noch Kalnevare, den Stürmer, gespielt? Kennst du auch nicht mehr Kalnevare? Und Mancini, oder? Oder Mancini nicht auch im Team von Tsubasa? Mancini kenne ich, glaube ich, schon noch. Der war... Nein, ich weiß es nicht. Leider sind das Milan-Spieler gewesen, das musst du wissen. Nee, ich habe die reingelegt. Ist natürlich Lecce. Lecce ist die richtige Antwort. Perfekt. 2000 Euro. Hast du? Super. Bist du erstaunt drüber, dass es so gut läuft? Nee. Okay. Ich auch nicht. So, die nächste Frage dürfte die 4000 Euro Frage sein. Und die lautet wie folgt. Wie heißt die Anime-Variante des Mangas World Youth? A. Shin Captain Tsubasa, B. Captain Tsubasa J, C. World Tour 2002 oder D. World Youth. Das war, glaube ich, B, aber ich sehe die Antworten noch nicht. Aber auf jeden Fall, also Captain Tsubasa J. Bist du dir sicher? Oder glaubst du das noch? Ja, ja, 100%. 100%ig sicher. Weißt du, was Shin Captain Tsubasa ist? Welche Arc? Nee. Du hast das auch gesehen. Du weißt doch, wie alt die waren, oder? Ja, U16. Ja, genau, U16 und World Tour 2002. Weißt du auch, was das ist, ne? Das ist mit den Profi-Clubs. Ja. Okay, und World Youth, weißt du, was das ist? Wahrscheinlich U18. Ja, U20. Gut. Also glaubst du, es heißt Captain Tsubasa J? Ja, ich sehe schon, man kann dich nicht verunsichern. Ich logge Captain Tsubasa J ein. Ist die Antwort richtig? Ich wedel mit dem grünen Balken. Es ist richtig. Ich könnte mich verunsichern, wenn man halt irgendwelche Sachen sagt, die mich verunsichern und ich völlig sinnfreie, kontextlose... Du musst denken, dass es geht um echtes Geld. Dann bist du, glaube ich, automatisch unsicherer. Aber egal, so, natürlich ja, sorry. Ist das richtig. 4000 Euro. Hast du oder hättest du? Und jetzt kommt die 8000 Euro Frage. Das ist ja gleich schon am Ende, ey. Unglaublich. Die 8000 Euro Frage. Ich hoffe, es wird schwieriger. Ich glaube ja. Weißt du, das ist nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich für Fragen gestellt habe. Keine Ahnung. So, die 8000 Euro Frage. Die lautet wie folgt: Wie heißt das freche. Ist nicht Torwart oder Stürmer? Wie heißt das freche dänische Sturmduo? A. Haas und Christiansen, B. Eriksen und Hansen, C. Gransen und Jensen, D. Dene und Mark. Okay, ich habe von denen noch nie gehört. Wo hättest du wohl Dream Team weiterspielen sollen?
Du weißt auch nicht, wie die aussehen. Du kennst sie gar nicht. Nee. Okay. Ein Tipp, die kommen in Golden 23 vor. Vielen Dank für den Tipp. Nächster Tipp ist, ich glaube, jeder im Chat weiß es. Und auf dein Gewissen brauchst du nicht zu hoffen. Nee, ich habe ja auch nicht mal irgendwie, dass ich sagen könnte, ich glaube, die sind das für mich, wirkt das alles, also gut, die wirkt schon sehr absurd. Jansen und Jensen wirkt auch nicht sehr glaubwürdig. Okay, Kylie spricht sich für D aus. Ja, nee, ich frag mal die Zuschauer, ich habe echt keine Ahnung. Gut, Zuschauer tippt im Chat ein. A, B, C oder D. Slothmama sagt A schon mal. Aktuell steht es 100% für A. Das wäre gut, wenn ich jetzt geraten hätte, hätte ich B genommen. Wirklich, Eriksen und Hansen? Ja. Ja, klingt das jetzt so absurd für dich, oder was? Nö, ja, keine Ahnung. Drei Sachen klingen für mich absurd, weil ich die richtige Antwort kenne. Ja, dann hast du aber scheiß Fragestellung gemacht, wenn drei absurd klingen. Aber anscheinend für dich hat's gereicht. Es haben drei Leute A geschrieben. Ist der Drohner nicht mehr da? Oder Kenta? Ich nehme... Ja, Kenta hat doch gerade erst geschrieben. Das ist Lovepapa und Check und Kali. Hey, vielen Dank, Bob, dass du auch abgestimmt hast. Bitte. Also logge ich A ein. Ja, das war so ein Punkt. Ich wusste bei der Fragestellung nicht, ist das nicht doch zu einfach? Aber dann dachte ich mir wirklich, du kennst das wahrscheinlich wirklich nicht, die Arc danach. Und du im Team hast auch nicht so weit gespielt, bis die vorkam. Deswegen bin ich froh, dass du überlegen musstest. Ich logge A ein und ich werde nicht lange rum linksbumsieren. Es ist natürlich richtig. Haas und Christiansen heißen die beiden, die andauernd Kaugummiblasen blasen und sich an japanische Frauen ranmachen. Das ist deren Story-Arc in Golden 23. Mehr haben die nicht drauf. Ziemlich überzeugend, ja. Und die können Typen auf jeden Fall. Und die können Kopfbälle, mehr auch nicht. So, perfekt. Okay. Damit hast du 8.000 Euro. Einen Joker hast du schon weg. Bin ich mal gespannt. So, 16.000, das ist die zweite Hürde. Wenn du die auch richtig hast, hast du 16.000 Euro im CT-Game sicher, falls du nochmal neu starten solltest. Und weißt du, was es ist? Ich glaube, das ist ein Gehalt von einem Einer-Spieler. 16.000, das wäre, glaube ich, was. Das wäre perfekt für dich, glaube ich. So, machen wir aber mal die 16.000 Euro Frage. Oder kommt die 8.000? Moment. Die 16.000 kommt jetzt. 16.000 Euro. Die Frage lautet wie folgt. Da bin ich mal gespannt, ob du überhaupt eine Ahnung hast. Im aktuellen Videospiel Rise of New Champions, bei welchem Clubteam spielt Deutschlands Cornelius Heine? A. Karlsruhe, B. Rostock, C. Dresden oder D. Hannover? Schimmer. Warte mal, dass ich die Antworten sehe, aber. Also kennst du Cornelius Heine gar nicht, oder? Nee. Ich überlege halt nur gerade, ob ob das jetzt nur Erstligavereine dann zur Auswahl stehen würden, was keiner von denen ja aktuell ist. Wir sind alles Bospo-Teams in der Auswahl, das ist das Lustige dran. Und ein Bospo-Team hat ihn.
Also Karlsruhe Margin, Rostock Nikolemus, Dresden Crash, Hannover Shin. Leider kein Platz mehr für Bochum. Ja, nee, ich muss Flieger anrufen, glaube ich. Meinst du, Flieger hat das Spiel gespielt? Ja, Flieger weiß einfach alles. Okay, gut, dann werde ich Flieger anrufen. Moment, ich wähle mal. So, Flieger, hallo? Flieger. Ach, hallo? Hallo Flieger, hier ist Bogoschlaf von Captain Tsubasa Millionär. Du bist der Telefonjoker. Nein. Doch, hier bin ich. Du bist der Telefonjoker von Pratt. Dein Freund Pratt. Pratt, ja. Was ja, glaubst du? Hi. Was glaubst du, welche Frage er ist? 200? Nee, ein bisschen besser. Er ist bei der 16.000 Euro Frage. Ein Joker hatte schon verbraucht. Ich lese einfach mal die Frage vor. Brett muss die Frage vorlesen. Dresden! Achso, Entschuldigung. Lies erstmal die Frage vor, Brett, bitte. Zufliege, hör bitte zu, auch wenn du schon irgendwas reingeschrien hast. Im aktuellen Videospiel Rise of New Champions, bei welchem Clubteam spielt Deutschlands Cornelius Heine? Karlsruhe, Rostock, Dresden oder Hannover? Kannst du mal die Frage vorlesen? Natürlich, gerne. Im aktuellen Videospiel Rise of New Champions, bei welchem Clubteam spielt Deutschlands Cornelius Heine? Also, Karlsruhe und Hannover schließen. Oh, man hört dich nicht mehr, die Verbindung ist abgebrochen. Oh, nice, er ist echt abgerissen. Okay. Also, wir wissen, dass Karlsruhe. Alles bitte wieder da. Okay. Dresden, okay. Ja, und die 30 Sekunden waren um. Dresden. Okay, glaubst Bist du sicher? Okay. Ja, ich bin sicher. Hast du das Spiel auch gespielt? 20 Minuten, dann habe ich den Scheiß deinstalliert. Okay, das klingt nicht sehr überzeugend, aber ich vertraue dir mal. Ich hatte 300 Spielstunden. Also ich nehme C, Dresden. Dann logge ich ein. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. So ein Clash. Auf jeden Fall, ja, im Story-Modus erzählt man, dass Cornelius Heine mit Dresden, haben die sogar Bayern geschlagen? Wird das erwähnt, dass die Bayern sogar geschlagen haben? Dresden, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall war Heine mit dem Feenschuss bei Dresden und da wurde er für das U16-Team nominiert. Ja, der hat den Feenschuss. Also, genau, Dresden ist natürlich richtig, top. Die 16.000 hast du sicher, ein Gehalt von einem Einer-Spieler, perfekt. Und ach, Telefon... Liebe, du bist meine Fee. Telefon-Joker auch durch. Es wird jetzt schwer, du hast nur einen 50-50-Joker und die Fragen werden nicht leichter. Ja, wo weiter solche Fragen kommen, bin ich halt gleich raus, aber ist okay. Machen wir einfach mal die 32.000 Euro Frage. Was hat der Chat geschrieben? Ich habe auch 350 Spielstunden. Ja, ich habe nur 300. Da ist Daytona sogar ein größerer Crack als ich. Ich wollte auch gerne Daytona anrufen, aber sie hat sich nicht mehr gemeldet so lange Zeit. Dann wusste ich nicht, ob sie noch da ist. Machen wir einfach mal die 32.000 Euro Frage. Die lautet, wenn es mal langsam laden würde, so. Geht immer noch nicht. Moment. Bei mir hängt immer alles. Ich kann nicht gleichzeitig streamen und irgendwas hier machen. So. Ja, ja. Okay, ja, das wird schwer für dich. Du hängst ja auf, von daher passt das schon. Das bist du zurück auf 50 Euro gefallen zur Strafe. Ich lese es vor. Scheiße, fang vorne an. Aber behalte ich die Joker, oder? Warte, habe ich den Telefonjoker nicht durchgestrichen? Moment. Nee, den habe ich noch. Welcher Franzose ist nicht im Rising Sun Kader? Also im Olympiakader für Rising Sun. Barthez, Sedan, Thuram oder Napoleon? Ich würde dir einen Tipp geben, aber kennst du sie anscheinend nicht. Hast du wenigstens eine Ahnung oder kannst du jemanden ausschließen? Nee. Rassisten. Eventuell. Dass Napoleon dabei ist. Vielleicht wurde ein Tipp gepostet oder Fliege ist nur ein Rassist, keine Ahnung.
glaube, ich verstehe den Tipp nicht, falls es ein Tipp ist. Aber, okay. Es könnte ein Tipp sein. Eventuell. Ich bin der Moderator, ich muss unabhängig sein. Thoram ist theoretisch Franzose. Aber ist auch praktisch französischer U23-Nationalspieler. Olympia-Nationalspieler. Pflege, du weißt, dass Sedan selber Afrikaner ist, der ist Algerier. Ich bin jetzt komplett verwirrt, ehrlich gesagt. Meinst du, dass Napoleon Nationalspieler ist in Rising Sun? Ja. Wenn du 50-50 nehmen würdest und Napoleon würde bleiben, dann wärst du gut, oder? Ja, mach. Dummerweise bleibt aber Napoleon eventuell nicht. Bist du dir trotzdem sicher? Ja, ja. So, durchgestrichen sind... Barthez und Sedan sind raus. Also welcher Franzose ist nicht im Rising Sun Kader? Ist Thuram nicht im Rising Sun Kader oder Napoleon? Nein, ich zähle. C. Thuram. Kennst du Thuram? Nein, natürlich nicht. Kennst du nicht bei World Tour 2002, wie er Iyuga mit Parma gegen Iyuga gespielt hat? Superkicker, hast du das nicht gesehen? Doch, habe ich. Ist okay. Nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es Thuram natürlich, aber der ist... Barthez ist einer der Ü23-Spieler, wie Sedan, die nominiert wurden. Man darf ja im Olympiakader 3 nehmen. Thuram ist es nicht, der wurde nicht nominiert. Das heißt, du hast recht. Du hast tatsächlich recht, kein Joker mehr und 32.000 ergattert. So, okay. Jetzt musst du nur hoffen, dass es keine Rising Sun-Fragen mehr gibt. Ich weiß es gerade selber nicht. So. Das kommt nur Rising Sun Frage. Ich glaube nicht. So. So, das war die, war das 64.000? Ne, 32.000. Jetzt kommt die 64.000 Euro Frage. Was kommt denn nach Rising Sun? Das Rising Sun ist aktuell. Aktuelles Halbfinale. Ja. Spanien gegen Japan ist gerade losgegangen und Frankreich-Brasilien war das andere Halbfinale. Das ging 6-2 oder 6-3 aus für Brasilien. Ja, da habt ihr ja letzte Woche 3 Stunden drüber geredet. Genau. So, die 64.000 Euro Frage. Wer ist aktueller U21-Europameister? Deutschland, Spanien, Frankreich oder Italien? Ich glaube, das könntest du selbst wissen, ohne zu kennen, wo das erwähnt wurde. Ist das jetzt auf CT bezogen oder auf die Realität? In Captain Tsubasa wird erwähnt, das ist ja das U23-Team Olympia. Das spielen ja alle U23-Teams. Und da wird erwähnt, welches Team aktueller Europa U21-Europameister wurde. Basierend auf den Halbfinalspielen, die du gerade gesagt hast, sind Spanien und Frankreich am stärksten. Ja, aber Deutschland ist ja gegen Japan ausgeschieden im Viertelfinale. Und das auch nur knapp. Ja, trotzdem. Ja, ich würde B, Spanien tippen. Ich gebe dir einen Moderator-Tipp. Michael gibt es erst seit Rising Sun. Also der hat davor nie mitgespielt.
Und das ist kein Tipp, um dich zu verwirren. Das ist mein letzter Tipp. Ich weiß ja nicht, wie in Spanien sonst so hat. Ich gebe dir einen anderen Tipp, um dir ein bisschen Backward-Infos zu geben. Das Olympiaturnier findet in Spanien statt. Nur zwei Teams aus Europa haben sich in der Quali, also in der Europameisterschaft, qualifiziert, glaube ich. Glaube ich zumindest. Und Spanien ist der Gastgeber. Die brauchten sich gar nicht zu qualifizieren. Vielleicht hilft dir das. Aber der wird dir schon sehr viele Tipps gegeben. Den letzten Tipp verstehe ich leider nicht, aber. Wie gesagt, dann überleg mal. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ich glaube ja. Und zwar, da brauchst du nicht mal Rising Suns zu kennen, sondern Shin Captain Tsubasa. Sagen wir mal, Stand von Shin Captain Tsubasa wäre es da wohl das europäisch beste Team. Keine Ahnung, Deutschland. Jetzt war der Tipp zu stark? Hm, keine Ahnung. Und wenn du. Und bei World Youth? Keine Ahnung. Okay, mehr sage ich dazu nicht mehr. Mal gucken, was du jetzt sagst. Ja, Deutschland. Bist du dir sicher? Nee, natürlich nicht. Wie soll man sich sicher sein, wenn man redet? Ach so. Aber Italien hast du gar nicht genannt. Denkst du, Italien was nicht? Ja. Und Frankreich und Spanien sind immer im Halbfinale. Das war ja auch dein Tipp. Okay. Mhm. Ich logge gleich ein, wenn du mir jetzt endgültig deine endgültige Antwort gibst. Dann logge ich das ein, was du jetzt sagst. Ah, Deutschland. Ich logge Deutschland ein. Hey, die Sache ist die, du bist sehr weit gekommen und meine Tipps waren zu gut. Ich erkläre es mal ein bisschen. Spanien war Gastgeber, die sind auch gar nicht weit gekommen in der Europameisterschaft. Italien ist, die haben sich noch nicht mal qualifiziert, glaube ich. Frankreich ist auch nicht Europameister geworden. Also verstehe ich den Tipp mit dem Qualifizieren überhaupt nicht, was das für eine Rolle spielt, wer sich qualifiziert hat. Ich wollte dir sagen, dass zwei Teams sich aus Europa qualifiziert haben und Spanien war der Gastgeber, also kann das ja nur Deutschland und Frankreich sein. Das darauf wollte ich hinaus. Das eine von denen. Also ich verstehe nicht, wie sich nur zwei europäische Teams für die Europameisterschaft qualifizieren können. Zwei europäische Teams für das Olympiaturnier. Aber egal, ja, ist egal. Ich habe dich dann nur verwirrt. Natürlich ist das unlogisch, egal. Gut, Deutschland ist sogar zweimaliger Europameister. Das heißt, Schneider und Co., Kals und Co. sind zweimal hintereinander in Europa Europameister geworden, ohne Probleme. Das heißt schon viel. Das ist richtig geil. Fred, was Bob meinte, was dich jetzt so verwirrt. Ihr habt ja eben über Rising Sun geredet, über Frankreich und Deutschland und Spanien. Und die Quali für Rising Sun Olympiaturnier ist die U21-EM. Und wenn Bo meint, es sind nur zwei, die sich qualifiziert haben, plus Spanien als Gastgeber, und du weißt, dass Deutschland und Frankreich dabei sind, dann müsstest du ja wissen, dass Italien bei der U21-EM nicht so weit kam. Hätte ich erwähnen müssen, die Europameisterschaft ist halt wie die Qualifikation für Olympia, für die europäischen Teams. Hätte ich erwähnen können. Ja gut, aber jetzt sind wir quit. Das waren alle meine Tipps, auch wenn die manchmal verwirrend waren. 64.000, aber ich darf dir jetzt keine Tipps mehr geben. Also, sonst schenke ich dir die Million. Das will ich ja auch nicht. Deswegen kommen wir zur 125.000 Euro Frage und jetzt sage ich gar nichts mehr. 125.000. Ich darf dich schon direkt lügen. 125.000 Euro und ich sage gar nichts mehr und fliege. Ich würde... Komm, ist egal, dann werde ich mir die Fragen auch aufsparen, die letzten. Die Millionen soll nur jemand kriegen, wer die verdient hat. Okay. Aufmerksame Zuschauer von Alten, wer mit mir in der Sendung kennt die Antwort. Welche Rückennummer hat Michael bei Numancia?
A10, B11, C38 oder D88? Oh, warst du im zweiten Teil vom Wer wird Millionär nicht dabei? Hm. Ja, ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Wie, oh fuck you, Bob. Tipp, er ist kein Nazi. Jetzt habe ich dir doch einen Tipp gegeben, Natur. Ja, ich würde mal C nehmen. Hast du irgendwie eine Vermutung oder hast du Michael noch im Dream-Team erlebt? Nee. Okay. So. Ich denke bei Michael an die 23, ich weiß nicht warum. Ich glaube, mit der 23 hat er nie was zu tun gehabt. Ich logge einfach mal ein. Ich darf auch keine Tipps mehr geben. Und der Chat, okay, eingeloggt ist es, da kann der Chat sagen, was er will, weil es eine Primzahl ist, 23. Okay. Ja, stimmt, deshalb habe ich bestimmt dran gedacht. So, 38 ist eingeloggt. Auf jeden Fall bist du weit gekommen, egal wie das ausgeht. 88 dachte ich tatsächlich, aber das war ein Manga-Fehler, weil das Trikot so verzerrt war. Deswegen dachte ich, es ist eine 88. Dann kannst du jetzt drauf schließen, was wohl die wahre Antwort ist. Die 11 trägt er 11. in Spanien. Die 10 hat er noch nie getragen. Die 38 ist richtig und das freut mich, dass du mit Raten tatsächlich eine Runde weiter bist. Sehr schön. 125.000. Noch zweimal richtig raten, dann habe ich die Million. Okay, bin ich mal gespannt. Das wäre lustig. So, zwei Fragen. No, dachte an Spanien. Nee, Spanien hatte die 11, aber Numancia die 38. Okay, siehst du, Flieger hätte das falsch geantwortet. So, die nächste Frage. Die 500.000 Euro Frage. Die lautet wie folgt. Die Antwort kennt Kylie, leider ist er kein Telefonjoker mehr. Der hat er auch mal in einer Sendung erwähnt. Ja. Im World Tour 2002 Anime wurde Werder Bremen umbenannt. Wie hießen die? A. FC Robert, B. FC Roland, C. FC Roman oder D. FC Robin? Oh Gott, ich sehe ja jetzt. Ich weiß nicht warum. Ich meine, dass es D ist, aber FC Robin. Irgendwas in mir sagt D. Also ich würde D nehmen. Mein Name ist auch dabei, Bob A. Wie heißt Bellamy? Roland Bellamy, genau, das ist sein Name. Ja, oh, hallo Toriyama. So, also, ich wollte ja keine Tipps geben. Wenn Toriyama Glück hat, kommt er gerade rechtzeitig zur Millionenfrage. Wenn er Pech hat, sieht er gerade sein Wäscher. So, ich logge FC Robin also ein. Ich frage dich aber noch einmal, bist du sicher? Natürlich nicht. Und warum denkst du, D könnte richtig sein? Hast du irgendwie ein Gefühl, oder? Was ist der Name Robin für dich? Oder denkst du, Robin ist so ein japanischer Begriff? Vielleicht war ich dabei, wo Kylie das gesagt hat und meine mich jetzt zu erinnern, aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich logge ein. FC Robin. Alles sind theoretische Vornamen, die mit R-O beginnen. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, deswegen sage ich es dir. Es ist nicht der FC Roman. Es ist auch nicht der FC Robert. Ist das der FC Robin oder der FC Roland? Es ist natürlich der FC R-O-Land. Leider ist es tatsächlich der FC Roland. Ja, tut mir leid. Ja, es kommt keine Pointe. Es ist leider Antwort B.
Das heißt, du hast die 500.000 Euro nicht gewonnen. Du fällst auf 16.000 zurück. Das heißt, wenn du im CT-Game wieder neu startest, kannst du einen Einer bezahlen, ein Jahresgehalt. Robin ist Englisch. Motiviert mich auf jeden Fall. Belami, was soll man da sagen? Motiviert mich auf jeden Fall stark, wieder einzusteigen, muss ich gleich sagen. Okay. Freut mich. Ja, ich weiß nicht, was du uns damit sagen willst. Belami, Robin ist Englisch, ist eigentlich egal. Das hat ja nichts damit zu tun. So, ja, schön. Hat dir Spaß gemacht? Ja, war ganz okay. Ja, die letzten Fragen waren halt scheiße, weil ich nichts wusste. Bist ja ziemlich gewascht. Chrono hat ja eine Stunde länger gebraucht für seine Fragen. Und der hat... Ja, Chrono ist halt eine Labertasche. Ich bin halt kein Streamer. Okay. So, machen wir das weg. Die Punktetafel. Fliege kann ruhig rein und seine Meinung drüber erzählen. Seine Expertenmeinung. Bevor wir 50 Fragen machen. Ja, Poet hat recht. FC Robin.